Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Ultramond. Im letzten Part habt ihr erfahren, dass Samantha, die Präsidentin der Aether Foundation, die Mutter von Lily ist. Und sie will mit Cosmog jetzt was machen, das unter Umständen sein Tod bedeuten würde. Lily kann nichts tun, sie ist zu schwach, aber wir können. Und wir werden jetzt Samantha folgen, und zwar durch diesen Teleporter hier. Wo zur Hölle bin ich denn hier? Oh, Lily kommt auch mit. Cool. Wo sind wir hier? Wenn ihr unbedingt herkommen wollt, dann aber bitte ein bisschen schneller. Sie hat nichts dagegen, dass wir herkommen? Wo sind wir hier? Da in Phlegmon. Ist das eingefroren? Oder was passiert hier? Na, was sagt ihr zu meiner kleinen privaten Sammlung? Meine über alles geliebten Kinder. Sie sollen bis in alle Ewigkeit überdauern. Was hast du hier gemacht? Was hast du hier gemacht? Doch, wenn die Welt in Dunkelheit fällt, kann ich ihnen nicht länger meine Liebe schenken. Deshalb werde ich eine Ultraport öffnen und das Pokémon aufhalten, das unser Licht rauben möchte. Ich werde Necrozma besiegen. Oh, der kommt auch noch. Naja, Unterstützung ist immer gut. Hey, Shawnee! Und Gladio. Und Lily. Geht es dir gut? Mensch, bin ich erleichtert. Sieh an, du auch hier, lieber Tali. Vom Ultra-Forschungsteam war von Anfang an nicht viel zu erwarten. Aber offenbar ist auch auf Bromley kein Verlass. Ich bitte dich, du darfst keine Ultrapforte öffnen. Was, wenn wir noch jemand verlieren? So wie Vater damals. Moment, was? Denkst du etwa, ich hätte vergessen, was damals passiert ist? Ich verabscheue die Ultrapforten aus tiefstem Herzen. Doch genau deshalb muss ich durch sie hindurchgehen. Ich lasse nicht zu, dass mich jemand aufhält. Auch nicht meine Tochter oder mein Sohn. Unangenehm. Ist das deine Mutter, Gladio? Und somit... Ach du Scheiße! Was, Tochter? Sohn, meint mal. Ja, bei Tali dauert es immer ein bisschen länger. Seid ihr eine Familie? Das waren wir vielleicht einmal, mein lieber Tali. Aber diese Verräter wandten sich von mir ab. Dennoch werde ich sie retten. Mit meiner tiefen Liebe als Präsidentin der Aether Foundation, die sich dem Schutz und Erhalt aller Pokémon verschrieben hat. Die Gase von Cosmog, die wir gewinnen konnten, bevor Lily es gestohlen hat, haben mir bereits ausgereicht, um eine Ultrapforte zu öffnen. Nicht wahr? Was ist Cosmog da drin? Nun habe ich Cosmog selbst in diesem Käfig. Wenn ich alles aufbrauche, was in seinem Körper steckt, kann ich die Ultrapforten nach Belieben kontrollieren. Bitte, hör auf damit! Du weißt nicht, was mit Wölkchen geschieht, wenn es zu viel Kraft einsetzt! Nach unserer Flucht aus dem Ätherparadies konnte es sich eine Zeit lang nicht bewegen. Wenn du es zwingst, zu viel Kraft einzusetzen, stirbt es, da bin ich mir sicher. Mutter! Ich, Samantha, ich muss tun, was ich tun muss. Da, eine Ultrapforte. Das ist nicht gut. Verschwunden. Nanu? Cosmog, weigerst du dich also? Etwa Lily zuliebe, hä? Wie heldenhaft. Du hast Lily sehr gern, hm?
sieht's aus, als seien Gladi und Lilly ein klein bisschen erwachsener geworden, seit sie sich von der Aether Foundation distanziert haben. Doch ich lasse nicht zu, dass sich mir jemand in den Weg stellt. Ich muss die Ultrapforte durchqueren und Necrozma finden. Es ist die einzige Möglichkeit, Alolas Pokémon zu beschützen. Ich werde dafür sorgen, dass Cosmog eine Ultrapforte öffnet. Durch die Kraft des Käfigs wird es nicht in der Lage sein, sich erneut zu widersetzen. Bromley! Da bist du ja. Nicht, Mutter. Was, wenn du auch verschwindest? Deine Sorge um mich kommt etwas zu spät, Gladio. Doch sei unbesorgt. Ich werde dir durch einen Kampf beweisen, dass ich gut auf mich selbst Acht geben kann. Dann schauen wir mal. Ja, genau. Du wirst gegen mich kämpfen, Shawnee. Wenn es mir gelingt, dich zu besiegen, werden Lilly und Gladio wohl endlich Ruhe geben. Aber ich habe doch damit gar nichts zu tun. Ich gehöre nicht mal zur Familie, verdammt. Warum muss ich immer alles ausbaden? Okay, Samantha fordert dich raus mit 5 Pokémon. Sie beginnt mit einem Pixie. Ein Pixie? Na gut, na schön, na gut, na schön. Pixie ist schon wieder ein Pokémon, das ich nicht gerne auf der gegnerischen Seite sehe. Deshalb gleich die Z-Attacke. Scham. Gut, beides sind weibliche Pokémon. Darum fällt auch mein Angriff schwer oder stark. Das ist nicht gut. Trotzdem. Z-Attacken sind stark. Beauty ist ebenfalls stark. Und deswegen versuchen wir es. Turbo-Spiral-Kombo! Okay. Ja, ist nicht so viel Damage, wie ich erwartet habe. Aber wir müssen weitermachen. Mondgewalt. Wow. Wow, zu... Natürlich war das ein Volltreffer, natürlich. Wie könnte das auch anders sein? Oh, fantastisch. Gute Arbeit, Beauty, gute Arbeit. Das war wichtig. Ich dachte, es reicht nicht. Tressella. Toxina? Oder M? Ich muss jetzt gut überlegen, aber ich denke mal... M ist ein bisschen besser geeignet, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nee, ich nehme M. Nee, ich nehme Toxina, komm. Ihre Initiativwerte sind gut. So, mal sehen. Versuchen wir die Matschbombe. Taumelt... Nein! Lass die Scheiße! Nein, tu das Toxina nicht an. Komm schon, du musst angreifen. Nein, aber doch nicht dich selbst! Nicht cool. Nicht cool. Blätter. Starke Attacke. Starke Attacke. Aber gegen Toxina nicht so sehr relevant. Würdest du jetzt... Das gibt's doch verdammte Scheiße nochmal nicht. Top-Genesung. Toxina. Ja, wir spielen jetzt ernsthaft. So. Blättertanz. Völlig in Ordnung. So, jetzt aber die Matschbombe. Solange kein Crit kommt, ist alles gut. Matschbombe! Ah, keine Vergiftung. Aber einen Treffer solltest du noch aushalten, Toxina, oder? Natürlich kommt jetzt wieder der Taumeltanz. Das ist doch kacke, sowas. Komm schon, Toxina. Angreifen. Nicht dich selber. Danke. Funkenflug. Sehr schön. Sehr schön. Samantha? Bisher war Bromley die größere Herausforderung, als du sie bist, ja? Muss ich einfach mal sagen. Marotzer von M. Nee, im Moment nicht, danke. Milotic. Milotic ist ein Problem. Milotic ist ein Problem. Das macht Sebastian. Es hat auch so gute Verteidigungswerte.
Ich habe keine Ahnung, was das für Attacken drauf haben wird. Das ist auch immer so ein Hassgegner von mir, Milotic. Nein, jetzt hab... Nein! Ich habe zu schnell gedrückt. Jetzt kommt der Trugschlag, wisst ihr? Bringt mir halt gar nichts. Seht ihr? Shit, meine Finger waren zu schnell. Drachenpuls. Okay, Hydropumpe und Drachenpuls. Nicht so schlimm eigentlich. Das reicht genau nicht aus. Die nächste Attacke müsste dich eigentlich besiegen, Milotic. Dein Drachenpuls dürfte eigentlich nicht ausreichen. So, Milotic auch weg. Samantha, deine Reihen lichten sich langsam aber sicher. Und durch diesen Kampf werden wir sehr gute Erfahrungspunkte abgreifen können. Sehr gut. Toxina 44, auch gut. Landwurf für Toxina. Sehr gut. Funkenflug. Sag tschüss. Landwurf ist halt schon besser. Sehr gut. Halle Level, sehr gut. Oh, Kraxler. Möchte ich Kraxler haben? Ja, Verwirrung wäre cool, aber nee, irgendwie nicht. So, ein Schlappohr. Schlappohr. Versuchen wir mit Cesaru. Schlappohr ist halt auch ein Pokémon, das ich irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Unterschätze es auch immer. Suche erstmal den Steigungshieb. Ehrschlag. Na, fantastisch. Und... BAM! Guter Damage. Und in der nächsten Runde solltest du eigentlich besiegt werden. Außer Cesaru wird verwirrt und greift dich selber an. Was nicht passiert. Sehr gut. BAM! Sehr gute Arbeit, Cesaru. Sehr gute Arbeit. Und dann ein Kostur so. Wir bleiben einfach mal drin. Wir bleiben einfach mal drin und sehen, was das Vieh so drauf hat, okay? Aber dafür... ich habe keine Heil-Items mehr, das ist ein Problem. Dafür heilen wir erstmal unser Cesaru. Wir sehen, was das Vieh so drauf hat. Ableithieb. Ich gebe zu, das kam unvorbereitet. Fuck, was mache ich jetzt gegen dieses Vieh da? Das ist jetzt ein Problem. Wie gesagt, ich habe keine Heil-Items mehr gleich. Und mit dem Ableit-Heat kann es sich immer wieder heilen. Das Gute ist aber, wenn ich mich noch ein bisschen heilen könnte, könnte ich auf die Fähigkeit von Beauty mich verlassen, ja. Ihr seht, die Verteidigungswerte sind schon gut gestiegen. Was mache ich jetzt? Versuch das Erdbeben, komm. Sehr gut abgewehrt, fantastisch. Erdbeben! Stoß ist halt viel zu stark und seine Verteidigungswerte sind auch viel zu mächtig. Versuche ich halt doch noch einen Doppelkick. Sein Kopfstoß. Was kann das Vieh eigentlich nicht? Aber wie gesagt, die Zähigkeit von Beauty ist einfach nur fantastisch. Seht, es macht überhaupt keinen Damage. Wirklich überhaupt keinen. Bodycheck. Das ist auch kein Problem. Wenn nicht gleich ein Volltreffer kommt, ja. So, friss das. Kostur, ja, was hat man sich dabei gedacht? Das ist wirklich viel zu mächtig. Trotzdem, der Beauty kein Problem. Seht jetzt, warum ich Pampros so schätze hier als Pokémon? Das ist sowas von tanky. Wie unverschämt bist du, hä? Okay, wir haben es geschafft. Du bist wirklich stark, Shoni. Auf diese Weise meisterst du gewiss auch deine Inselmannschaft mit Links. Euch sind bestimmt Zweifel an meinem Vermögen gekommen, diese Aufgabe auf eigene Faust zu erledigen, nicht wahr? Diese Sorge ist vollkommen unbegründet. Immerhin habe ich ja Unterstützung. Bromley, zu mir! Ja, jawohl!
Der Tief frisst dir aus der Hand. Ich mache mich nun auf, um eine Crossbar zu fangen. Warte, Mutter! Mein Partner Null wurde geboren, um Ultrabestien den Chaos zu machen. Sein gesamtes Training diente einzig dem Zweck, jenseits der Ultrapforte gegen diese Wesen zu kämpfen. Du bist ein guter Junge. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Überlass das alles einfach mir. Kinder werden ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Naja, nicht immer. Teilweise vielleicht, aber nicht immer. Und weg sind sie. Mutter, wieso? Wölkchen, geht's dir gut? Wölkchen? Was hast du? Sein Aussehen hat sich geändert. Es rührt sich nicht mehr. Wir sollten erstmal verschwinden. Hier können wir eh nichts mehr tun. Da hat er nicht ganz unrecht. Wo sind die beiden hin? Ach du Scheiße. Oh, Pia. Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Ja, wir sind unverletzt. Aber es gibt noch viel zu tun. Die Präsidentin und Bromley sind durch die Ultrapforte verschwunden. Und Cosmog rührt sich nicht mehr. Natürlich ist es wichtig, eine Crossmar zu fangen. Doch wir können unsere Mutter nicht einfach in einer unbekannten Welt ihrem Schicksal überlassen. Was, wenn sie nicht mehr zurückkommt? Egal, wie sie sich verhalten hat. Sie ist und bleibt unsere Mutter. Entspricht das, was wir gerade gehört haben, etwa der Wahrheit? Was für ein Mensch ist diese doppelzüngige Samantha überhaupt? Wenn sie sich uns gegenüber freundlich gab und uns so um ihre Finger wickelte, hatte sie in Wahrheit nur ihre eigenen Absichten. Was mag nur in ihrem Kopf vorgehen? Handelt es sich aus Eigenschutz? Oder folgt sie einem zu stark ausgeprägten Pflichtbewusstsein? Es stimmt schon, was man uns sagt. Die Präsidentin ist schwer zu durchschauen. Niemand weiß, was in ihr vorgeht. Wenn wir ehrlich sein sollen, fehlt uns das Talent fürs Kämpfen. Wir sind einfach nicht stark genug. Das mussten wir bisher auch nicht sein, dass sich Probleme, wenn sie auftraten, mit den Mitteln der Wissenschaft lösen ließen. Aus diesem Grund fassten wir uns überhaupt erst die Option ins Auge, einen Menschen durch die Ultrapforte zu schicken, auf dessen Hilfe wir in Pokémon-Kämpfen überhaupt bauen könnten. Was hast du gerade gesagt? Ihr wollt einen Menschen durch die Ultrapforte schicken? Gibt es etwa noch einen anderen Weg, eine Ultrapforte zu öffnen? Ja, das Podium von Pony. Dort zeigt sich ein Pokémon, welches man den Mondbringer nennt. Wir machen uns die Kraft des Wesens zunutze, um nach Alula zu kommen. Ich kann es kaum glauben, dass die beiden es sich zutrauen, eine Crossmar zu fangen. Die Menschen dieser Welt müssen ja jede Menge Vertrauen in ihr Geschick im Pokémon-Kampf haben. Sobald eine Crossmar aus seinem Schlaf erwacht, wird es Alula aufsuchen, um sich an dessen Licht zu laben. Denn schließlich gibt es in unserer Welt kein Licht mehr. Ultra Metropolis ist in Dunkelheit gehüllt. Alle Sagen und Legenden erzählen davon, dass die Finsternis, welche Alola erstmals befallen hatte, mit der Kraft des Lichts vertrieben wurde. Doch all unsere Untersuchungen zum Trotz ist es uns noch nicht gelungen, mehr über dieses Licht in Erfahrung zu bringen. Ja, tschüss. Was wolltet ihr uns gerade sagen? Ach du Scheiße. Also, falls ihr euch vielleicht ein wenig ausruhen möchtet, ich habe ein paar Zimmer, die sonst uns den Angestellten gehören, für euch bereit gemacht. Okay. Prima, ich bin fix und fertig. Ich werde hier schlafen. Eine kurze Ruhepause hilft mir vielleicht dabei zu verstehen, was in Mutter vorging. Okay, und ich werde dich beschützen, Lilly.
Scheinbar wurden wir geheilt. Am nächsten Tag. Lilly, sie ist weg. Und das Bett wurde gemacht. Johnny, Lilly wartet draußen auf dich. Okay, gut. Mein Gott, habe ich gut auf sie aufgepasst. Ernsthaft. Dieser Lichtstrahl hier, was hat das zu bedeuten? Was sind das hier für Zimmer, wo ich nicht durchgehen kann? Was, meine Pokémon wurden nicht geheilt? Doch, wurden sie. Warum sagt dann Rotom, ich solle meinen Beutel nach Items durchsuchen? Naja, egal. So, wo bist du, Lilly? Scheinbar hier draußen, ja. Oh, Lilly! Schicke Frisur! Steht dir gut. Sie ist scheinbar bereit, um loszuziehen. Die Sachen habe ich in Malia City gekauft. Was meinst du, stehen sie mir? Und wie? Wirklich, Shawnee, vielen Dank. Es gibt noch so vieles, was ich tun muss. Ich muss Wölkchen retten. Und Mutter. Ich wäre gern wie du, Shawnee. Ich wäre gern stark genug, um mich jeder Prüfung stellen zu können. Also habe ich mich zusammengenommen und beschlossen, zuversichtlich zu sein. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Fehlt nur noch eine passende Pose. Ist das die Lilly-Pose oder wie? Na, hier steckt die also. Das habe ich im Ausstellungsraum gefunden. Was, eine Sonnenflöte? Ein altes Relikt aus der Alola-Region, das angeblich schon seit langer Zeit von einer Generation in die nächste Welt gegeben wird. Anscheinend muss man sie im Schein der Sonne spielen. Aha. Die Sonnenflöte und die Mondflöte. Er klingt beide zusammen, soll dadurch das legendäre Pokémon herbeigerufen werden. Das besagen zumindest die alten Legenden. Die vom Ultra-Forschungsteam meinten ja, mit dem legendären Pokémon gelange man vielleicht in die Dimension, in der sich Necrozma aufhält. Hier, nimm das. Ich krieg einen Meisterball von dir, danke. Mit diesem Meisterball kannst du absolut jedes Pokémon fangen. Das ist das, was ich tun kann. Schließlich zähle ich drauf, dass du meiner Familie hilfst. Was hast du jetzt vor, Gladio? Ich werde im Mad-Paradies wieder für Ordnung sorgen. Gemeinsam mit meinem Null wollte ich alle beschützen. Deshalb bleibe ich hier und kümmere mich um die Aether Foundation. Es würde Mutter viel bedeuten. Okay, du schaust hier für das ganze Rechte. Das finde ich gut. Ja, Tal, die Nerven nicht rum. Spaß. Wow, Lilly, du siehst total anders aus. Bist du das wirklich, hä? Ja, ich werde ab sofort alles geben. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Wow, ihr seid ja alle total beeindruckend. Okay, mein Plan steht fest. Was meinst du? Shawnee und seine Pokémon greifen mir ständig unter die Arme. Wenn das so weitergeht, kann ich bald nicht mehr mithalten. Das darf nicht passieren. Ich wollte unbedingt Lilly und Cosmo retten. Und meine Pokémon ging es ebenso. Wir lagen auf einer Wellenlänge und irgendwie fühlten wir uns dadurch viel stärker als sonst. Genau dieses Gefühl will ich zusammen mit Primarine und den anderen nochmal erleben. Unsere Familienangelegenheiten haben offenbar deine Einstellung zum Trainerdasein geändert, hä? Es tut mir leid, dass du da reingezogen wurdest. Das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, aber letztendlich war es einzig und allein meine Entscheidung. Außerdem versucht Samantha doch, Alola zu beschützen. Sie ist also doch ein guter Mensch. Sie ist davon überzeugt, dass sie im Recht ist. Das ist schon ziemlich selbstsüchtig. Aber andererseits will sie wohl unbedingt unseren Vater finden, der in einer Ultrapforte verschwunden ist. Tali, vielen Dank. Es freut mich, diese Worte zu hören. Ich werde euch noch zur nächsten Insel nach Pony bringen. Ich warte bei der Anlegestelle auf euch. Also dann, Johnny. Nehmen wir uns zusammen und zeigen allen, was wir können. Sehr gut, wir können das Ätherparadies verlassen. Muss ich jetzt halt wirklich tun, oder? Ja, ich kann hier drin nicht mal reiten. Okay, Tali lassen wir einfach da stehen. Ich könnte mich hier draußen noch ein bisschen umsehen, aber außer ein paar Items werde ich hier nicht viel finden. Hey, Typ! Oder Typin! Nichts.
Kann ich vielleicht jetzt noch hier durchgehen? Jetzt kann ich hier durchgehen. Ist hier vielleicht irgendwo was? Ich glaube, ein paar wenige Items würde man hier noch finden. Ja, da ist zum Beispiel eines. Da oben ist auch eines, seht ihr? Heilball, schön. Wie komme ich jetzt da hoch? Über die Treppe da hinten. Ah, wisst ihr was? Wir lassen dieses paar Items einfach da liegen. Bringt uns nicht viel. Ja doch, es sind Items, es wird uns schon was bringen, aber... Ich glaube, wir lassen das, okay? Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Wir gehen jetzt zum Pier. Oder zur Anlegestelle. Dann werden wir von hier verschwinden. Anlegestelle, ja. Warum hat Gladio eigentlich so ein eigenes Boot? Hat er bestimmt von Team Skull geklaut. Wo ist denn jetzt unser Boot? Müsste hier sein, oder? Wie, nein? Müssen wir jetzt ein anderes Boot nehmen? Oder bringst du mich wieder weg? Was? Wo können wir jetzt verschwinden? Ah, hier. Okay. Bereit? Ja, bin ich. Alles klar. Gehen wir schon hin. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Doch, ich denke schon. So, da wären wir. Die vierte, respektive fünfte Insel. Pony. Und hier gibt es dann auch wieder viel zu tun. Da wären wir. Dorf des Seevolkes. Tja, das ist Pony. Auf der Insel lebt so gut wie niemand. Dafür ist die Natur hier aber umso üppiger. Ihr besucht am besten mal den Inselkönig. Eine der Aufgaben des Inselkönigs ist es, das Podium zu bewachen, wo dem legendären Pokémon gehuldigt wird. Sprich mit ihm, vielleicht weiß er ja mehr. Danke, Gladio. Das hilft uns weiter. Ich bin froh und erleichtert zugleich. Jetzt, wo ich weiß, dass du damals verschwunden bist, um Mutter und Vater zu helfen. Ich wünschte nur, du hättest es mir erklärt. Es tut mir sehr leid, dass ich dich in dieser schweren Zeit im Stich gelassen habe. Ich konnte damals einfach nichts anderes tun und daran denken, als gemeinsam mit Null stärker zu werden. Aber du bist wirklich sehr dran gewachsen. Ich weiß, dass ich mich jetzt guten Gewissens auf den Weg machen kann. Viel Erfolg euch beiden. Danke, Gladio. Dir auch. Hau rein. Du musst dir meinetwegen keine Sorgen machen, Shawnee. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Und auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, aber ich freue mich schon riesig drauf. Jawohl, stürzen wir uns ins Abenteuer. Ja, wären wir Pony, dann lege ich mal einen neuen Inseldex an. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist ein Karpador-Schiff. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war es erstmal für heute mit Pokémon Ultramond. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.